Also wir sind jetzt ins Auto umgezogen. Naja, jetzt ist ein bisschen übertrieben. Ja. Das war vor 3 Stunden oder so. Achso, heute Nacht. Ja. Weil das heute Windböen mit bis zu 120 km/h hat. Und ja. Das war. So bequem ist der Alfred hier hinten gar nicht. Ja, und es war im Zelt jetzt auch nicht mehr so schön, so mit dem Wind. Und da haben wir uns ins Auto verkrochen und sind ein bisschen wohin gefahren, wo auch keine Bäume stehen, die umfallen können. Ja. Ja. Na, dann mache ich mal einen Motor an, dass man ein bisschen wieder warm wird. Ja? Ich glaube, unser Hund möchte, dass wir nochmal unsere Urlaubsart und Weise überdenken. Wo ist denn der? Der ist unter meinem Schlafsack, weil der gefroren hat. Oh. Der möchte das alles nicht mehr. Wir sind jetzt wieder zurück auf dem Campingplatz und das Zelt steht wie eine Eins, überhaupt kein Problem. Und wir sind ja gestern Abend hier weggefahren, weil wir ein bisschen Schiss hatten, dass hier vielleicht ein Baum umfällt bei dem Wind. Und wir lagen gar nicht so falsch. Den hat es rausgerissen. Bei uns Gott sei Dank hier nicht. Zelt ist alles gut. Uns geht's gut. Unser Nachbar. Bei dem sieht auch alles gut aus. Ja. Und wir duschen jetzt, gell? Und dann ziehen wir ja in die Hütte um. Wir bauen dann das Zelt noch ab. Ja. Genau. Und dann wird bestimmt sonnig, wenn wir das Zelt abgebaut haben, denke ich, kommt die Sonne raus. Und dann wird es nochmal 25 Grad wahrscheinlich. Draußen wütet immer noch der Wind. Es ist schon etwas besser geworden, aber trotzdem noch ja, zermürbend. Wir haben ja hier, wie gesagt, Unterschlupf in einem Ferienhaus gefunden und die Christine ist gerade in Rostock, ein bisschen was einkaufen, Schuhe kaufen und Einstein und ich, wir gehen jetzt ein bisschen raus, gell? Wir schauen uns jetzt ein bisschen das tosende Meer an. Vorher zeige ich euch noch ganz kurz hier, geh mal runter. Aber vorher zeige ich euch hier noch ganz kurz die Wohnung. Also, Küche, Essbereich, wunderschöne Holzbalkendecke, Toilette, Bad, Dusche und ein schönes Wohnzimmer mit Fernseher, alles da. Und total klasse Fußbodenheizung. Ja, aber wie gesagt, Einstein und ich, wir gehen jetzt raus. Ja, na komm. Komm anziehen. Strandurlaub, gell? Oh. Wollen wir weiter? Na los, komm, wir gehen weiter. Links her! Fünf Senioren! Ja! Auch noch und die Regenklamotten sind natürlich daheim. Eben sind auch ein paar Hagelkörner gefallen. Es ist wirklich ein schöner Urlaub. Aber dem Einstein ist es wurscht. Gell, Mäuschen? Ist egal, wo du buddelst und wann du buddelst, ne? Hauptsache buddeln. Na komm.
Was da? Hallo! Ihr habt ja gestern den Tag mit Michael allein verbracht. Ich hatte nämlich Geburtstag und war dann mal eine Runde shoppen. Heute ist unser letzter Tag. Ja, den Einstein hört ihr auch. Micha, willst du auch mal was sagen? Ich freue mich schon, dass wir jetzt endlich bald wieder im warmen Bayern sind. Ich habe gerade erzählt, dass hier Sturmfluten so alles vorbei ist. Ja, Sturmflut ist vorbei. Dass wir jetzt bei schönem Wetter nach Hause fahren. Ja, natürlich, lohnt sich ja, jetzt wo es wieder schön wird. Ja. Weil das ist viel besser, bei schönem Wetter im Büro zu sitzen. Ja, auf jeden Fall. Ja. Das heißt, wir fahren nach Hause. Ja. Wir werden sehen, ob wir heute bis München durchfahren. Das wissen wir noch nicht. Weil das sind ja doch schon so 9 Stunden. Ja. 9 Stunden Fahrt und wir haben es ja mittlerweile knapp 11:23 Uhr. 11:23 Uhr ist es. Ja. Wie soll man sagen? Da war der Urlaub nicht ganz so, wie wir das eigentlich geplant hatten. Nee, überhaupt nicht. Aber war schön. Eigentlich war ja geplant, dass wir schön im Zelt übernachten. Bei so einem Wetter, wie es jetzt ist. Das wäre okay gewesen. Ja. Hätte man schön draußen immer schön essen können und alles. Ganz toll. Ganz toll, aber nee. Naja. Und da ist auch schon der Alfred. Überall liegen Bäume und die ganze Zeit sind in den Wäldern neben der Autobahn liegen die Bäume. Das ist mächtig was los gewesen, ne? Ja, wir haben noch fast 400 Kilometer vor uns. Und es ist gleich um 7 und wir sind schon seit ja, so 6 Stunden unterwegs. Kaum vorwärts. Ich glaube, jetzt suchen wir uns erstmal was, wo wir ein Happen essen. Und vielleicht auch eine Runde schlafen. Ein lecker Happer Happer für Einstein. Einstein? Hast du Hunger? Komm her. Oh, 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 oh. Fuck. Der Einstein will schlafen, der kringelt sich die ganze Zeit. So, wir haben es 0:05 Uhr. Ja, dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen. Der Hund möchte auch gehen. Ich würde sagen, gute Nacht. Nacht.